Hallo mal wieder zu Sandlebens Gartenkanal. Heute soll es mal in meinem Video darum gehen, was wir uns für Chemie auf die Haut schmieren, von morgens vom Aufstehen, bis wir das Haus verlassen. Nur alleine in dieser, sagen wir mal, Dreiviertelstunde, die wir uns fertig machen, mit was für Chemie kommen wir da in Berührung? Das fand ich ein sehr wichtiges Thema. Ich setze mich auch sehr mit Kosmetik auseinander. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, suche ich mir doch mal eine fiktive Person aus, ja, eine Frau, nennen wir sie Anna. So, und Anna steht morgens um 7 Uhr auf, geht ins Bad und putzt sich die Zähne. Mit was? Mit Natriumfluorid, ja, weil das in ihrer Zahnpasta drin ist, die sie schon jahrelang benutzt. Worüber man sich halt gar keine Gedanken macht. Ne? Fluoride sind ja nicht gut für den Körper. So, aber da gibt es auch ein extra Video drüber schon. Genau, dann geht es weiter. Anna möchte sich ihr Gesicht reinigen. Mit was tut sie das? Ja, wahrscheinlich mit einem Gesichtswasser oder Reinigungsschaum. Ja, was ist da drin? Da gibt es so einen schönen Stoff, der heißt Sodium Laurenzsulfate. Da müsste man jetzt natürlich wissen, was das heißt und beziehungsweise was das ist. Wie gesagt, ein Chemiker bin ich nicht, aber jeder, der vielleicht auch mal sich 5 Minuten Zeit nimmt, kann das ja mal googeln, was das ist. Ja? Also es ist zum Beispiel, also Sodium steht für, also ist Natrium. So, Sulfate ist Schwefelsäure. Ja? Und warum kommt das in den meisten dieser Stoff in den meisten Shampoos, Waschgelen, Duschgelen vor? Der Stoff ist billig. So, ja, und dann, damit man euch das schön billig verkaufen kann und der Stoff ja wunderbar schäumt, kommt das halt in den meisten Produkten vor. Und natürlich gibt es für dieses Sodium Laurenzsulfate auch noch andere Bezeichnungen. So, und wenn man die nicht weiß, dann denkt man, okay, bei mir ist das nicht drin, aber es gibt so viele verschiedene Bezeichnungen dafür, dass ihr das gar nicht alles wissen könnt. So, jetzt sagen wir mal so, es ist 7:10, Anna hat ihre Zähne geputzt, hat sich das Gesicht gereinigt mit schönen Chemikalien, alles ne, zugekleistert, vollgehauen. Und ja, was heißt gereinigt? Ne? Gereinigt ist das Gesicht dann nicht wirklich. Danach beschließt Anna duschen zu gehen. So, und dann geht es ja weiter mit dem Shampoo. Anna benutzt vielleicht schon jahrelang ein und dieselbe Shampoo-Marke. Da gibt es vielleicht auch einen schönen neuen Duft von, ja, was weiß ich, Apfel, Melone, Honig, Vanille, wie auch immer. Dann steht vielleicht noch drauf, verbesserte Rezeptur auf der Flasche. Verbesserte Rezeptur muss nicht heißen, dass das verbessert wurde, sondern es könnte vielleicht ein Stoff gegen einen anderen ausgetauscht sein, zum Beispiel durch einen billigeren. So, da steht drauf verbesserte Rezeptur. Das sagt überhaupt nichts aus, gar nichts. Dann ist es ja so, Anna wäscht sich die Haare, eine schöne 2-in-1 Chemikalie wird auf den Kopf geschmiert, auf die Kopfhaut aufgetragen. Ne? Schön Shampoo mit Spülung drin, ganz super. Dann spült Anna sich die Haare ab und denkt, ja, ne, nehme ich mir doch mal das Duschgel. Und denkt auch gar nicht mehr drüber nach, was eigentlich von dem Shampoo schon alleine. Sie denkt, sie wäscht das ab. Aber es bleiben ja Rückstände auf den Haaren, auf der Kopfhaut. Bleiben ja zurück. So, dann geht es weiter mit dem Duschgel. Was ist in euren Duschgels drin? Dreht die Flasche einfach mal rum und schaut doch mal, was da drin ist. Und ihr glaubt doch nicht wirklich, dass das gut für euch ist, für euren Körper. Hm, da ist noch Alkohol drin, der eure Haut trocken macht, wofür ihr hinterher wieder Bodylotion braucht, ja, um eurer Haut wieder Fett zu geben, die euch aber kein Fett gibt, ja, vielleicht ja doch geringfügig, aber die auch wieder voll ist mit irgendwelchen Chemikalien. Also lasst nach Möglichkeit das Duschgel weg oder verwendet halt eins. Ich bin da auch mit einer Firma dran, wo ich gerne in Kooperation treten möchte, wo ich mir sicher bin, dass diese Produkte zum einen nicht an Tieren getestet wurde und wo die Inhaltsstoffe eben halt, also die ich vertreten kann. Ne? Und wenn es dann soweit ist, werde ich dann darüber auch ein Video machen und werde euch dann natürlich
diese Firma empfehlen. Dann könnt ihr euch auch sicher sein, da braucht ihr auch keine Angst haben, dass ich euch da irgendeinen Schwachsinn da erzähle oder zeige. Was natürlich dann sein kann, dass diese Produkte vielleicht ein paar Euro mehr kosten. Ja, aber auch da kommt es auch immer drauf an, wie viel benutze ich dann davon. Ne? Also gut, wir gehen jetzt erstmal weiter mit Anna, bevor ich da jetzt zu weit aushole. So, Anna duscht sich also mit ihrem Duschgel, schön Chemikalien am Körper, duscht sich das Ganze ab, ne, halbwegs. Es bleibt ja auch da immer was hängen. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt möchte man natürlich den Körper abtrocknen. Man nimmt dazu ein Badetuch. Was ist in diesem Badetuch drin? Das Badetuch wurde gewaschen mit Waschmittel. Auch da bleiben Rückstände. Das heißt also, beim Abtrocknen schmieren wir uns weitere Chemikalien und synthetische Duftstoffe schön auf die Haut. So. Einfach mal ganz kurz sacken lassen. Mal drüber nachdenken. Dann geht's weiter. Anna hat vielleicht, es ist dann mittlerweile 7:30 Uhr. Ja, so duschen braucht ja auch ein bisschen Zeit. Und Anna macht sich dann mal einen Kaffee. Am besten schön künstliche Süßstoffe noch rein. Oh, wie lecker. Nun denkt Anna, okay, mein Kaffee ist noch ein bisschen heiß. Ziehe ich mich vielleicht in der Zwischenzeit an. Mit was für Anziehsachen? Mit was für Klamotten? Die auch wieder voll sind von irgendwelchen Duftstoffen von Waschmittel. Ja, es bleiben immer Reststoffe vorhanden. So. Anna ist angezogen, steht vorm Spiegel. Was kommt als nächstes? Anna schminkt sich. Da wird dann Make-up ins Gesicht geklatscht. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Ne? Man klatscht seine Haut zu. Die Haut kann überhaupt nicht atmen. Jeder von uns hat Probleme vielleicht, oder jeder Zweite, was weiß ich, Probleme mit der Haut. Jeder hat seinen speziellen Hauttypen. So, und manche haben unreine Haut, Mischhaut, fettige Haut, trockene Haut. Ja, es gibt so viele verschiedene. Nur glaubt ihr wirklich, wenn ihr euch Make-up überklatscht, dass eure Haut jemals besser werden kann? Glaubt ihr das wirklich? Ich denke nicht. Und wenn ihr irgendwas benutzt, dann doch bitte ein Produkt, wo ihr wisst, die Inhaltsstoffe kann ich vertreten. So. Also, was passiert? Anna schminkt sich das Gesicht mit Make-up. Jetzt hat man Make-up an den Händen. Geht's ja weiter. Natürlich muss man das abwaschen. Vielleicht hat Anna ja eine antibakterielle Seife. Und wieder Chemie, ja? Wir denken, wir waschen uns die Hände sauber. Nein, es kommt wieder weitere Chemie auf unsere Hände. Ja, und man muss auch mal überlegen, die Hände sind dann damit voll. Man fasst sich ja auch mal unbewusst irgendwo hin. Ja, also das sind alles so Dinge, wo man mal drüber nachdenken sollte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da zu sehr reinsteigere, aber ich fand das echt mal ein wichtiges Thema. Ja, weiß nicht, wie seht ihr das? Ne? So, jetzt geht's weiter. Anna schminkt sich die Augen, Kajalstift, Mascara. Habe ich auch. Aber man muss halt wissen, welche kann ich benutzen, welche Kosmetik. Darum geht es. So, ja, dann geht's weiter vielleicht. Mag Anna ja Lippenstift, dann wird noch Lippenstift aufgetragen. Oder Lidschatten. Ne? Da geht's weiter. So, und dann ist es vielleicht kurz nach 7:30 Uhr. Gehen wir mal von aus, Anna schminkt sich 5 Minuten, weil sie das jeden Tag macht, weil sie schon jahrelang gewöhnt ist. Ja? Braucht Anna nur 5 Minuten zum Schminken. Dann geht's weiter mit den Haaren. Haarspray, Schaumfestiger, Wachs, Gel, was ist da drin? Und es gibt für alles Alternativen, wenn man sich nur einmal damit auseinandersetzt. 10 Minuten. Und ihr werdet sehen, ihr werdet andere Sachen finden, wenn ihr das wollt. So, Anna hat sich jetzt also hergerichtet, ist fertig mit Schminken, ne? Ist fertig im Bad. Anna, ihr Kaffee ist schon längst kalt geworden. Ne? Sie schüttet den weg. Wäscht die Tasche, wäscht die Tasse vielleicht ab. Ja, wieder schön mit Spülmittel, wieder schöne Chemie. Ja. Und dann, vielleicht hat es auch gekleckert. Ja? Nimmt ein antibakterielles Tuch und wischt den Fleck weg. Ach, denkt Anna, ich habe ja noch ganz vergessen. Ich dufte ja noch nicht gut genug. Geht nochmal schnell ins Bad. Und dann werden schöne synthetische Duftstoffe aufgesprüht, damit Anna gut riecht. Ja. Und dann verlässt Anna das Haus.
Jetzt frage ich euch, mit wie viel Chemie ist Anna in Berührung gekommen vom Aufstehen, bis sie das Haus verlässt? Ja, zumal Bettwäsche. Wir schlafen in Bettwäsche. Diese wurde natürlich auch mit Chemie gewaschen. Also ich finde, das ist so ein großes Thema, da sollte man mal drüber nachdenken. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was es dann mit dieser Firma wird, die ich mir ausgesucht habe. Und wenn es soweit ist, dann werde ich euch auch diese Produkte empfehlen. Ja? Und dann möchte ich ganz gerne nochmal, dass ihr mir unter dieses Video, dass ihr mir mal so ein paar Kommentare drunter schreibt. Wie seht ihr das? Habe ich übertrieben mit dem, was ich gesagt habe? Zumal ich ja kaum Inhaltsstoffe genannt habe, die in euren Pflegeprodukten, Pflegeprodukte, sind für mich keine Pflegeprodukte. Also, ne? Ja, nun, man hat es halt so im Sprachgebrauch. Ne? Aber Pflegeprodukte ist für mich was anderes. Ne? Und nicht irgendwas, was mit Duftstoffen und Chemie vollgeknallt ist. Also das sind keine, für mich keine Pflegeprodukte. So. Ja, hinterlasst mir, wie gesagt, eigentlich, ja, einfach mal ein paar Kommentare. Wie seht ihr das? Was haltet ihr davon? Macht ihr euch Gedanken darüber? So, das würde mich mal interessieren. Und ja, des Weiteren natürlich empfiehlt mein Kanal gerne weiter. Ne, so ein paar Abonnenten wären mal nicht schlecht, wenn ich da nochmal ein paar dazu bekomme. Und ja, ansonsten würde ich einfach mal sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wie gesagt, denkt mal so ein bisschen drüber nach. Wenn es so ein bisschen geholfen hat, dass ich euch mal so einen kleinen Denkanstoß gegeben habe, dann bin ich schon zufrieden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!